Wilmon, du hast mir eine Frage gestellt, glaube ich, in einem gewissen Chat. Kann es sein? Ich habe es gerade nur überflogen. Warst du das? Ich glaube, das warst du, ne? Wirk, was eigentlich schreiben wollte, ist, Merz ist positiv auf Corona getestet worden. Aber sowas von. Aber warum hast du Merz Wilmon geschrieben? War das ein Lippenbekenntnis? Genau, also ich bin die Tage erstmal nicht da. Ich bleibe im Homeoffice. Habe ich auch der Kollegin geschrieben. Und genau. Einfach nur, weil ich zu Hause jemanden habe, den ich nicht anstecken möchte, falls ich krank werde. Und genau, also wenn es den anderen gut geht, freut es mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber sag der Dame bitte ganz liebevoll, sie soll aufpassen und sich nicht anstecken mit gewissen Krankheiten, wie Corona. Wir sollen nicht zum März mutieren. Das wäre halt der Punkt. Ich habe eben gedacht, das wäre nämlich der David gewesen, der das geschrieben hatte. Ich habe das eben nur so kurz gesehen. Death der Wesen. Oh, nachts ist kälter als draußen, habe ich gehört. Wir haben minus 2. Warum haben wir hier 6 Grad und hier minus. Gewisse Krankheit nennt sich schlüpfrig. Ah, du bist mir einer. Aber genau das meinte ich. Was? Hm. We do not have any Messin-Teile. Das gefällt mir so. Ah, hier. Jan. Ciao. Oh. Der Rücken auch schon weh. Oh ja, jetzt kommt eine Heizung an. Dann, nein, egal. Bitte was? Ich habe dich nicht verstanden. Baumwolle ist erfroren. Maispflanzen sind erfroren. Geil, wir werden verhungern. Wir haben plötzlich Schnee durch die Kältewelle bekommen. Ich habe ein Erklärbär-Video gemacht, wo ich das nochmal beschrieben habe. Aber du kannst es dir denken, Zeit. Einfach Zeit. YouTube, also wobei YouTube ist ja schon länger weg. Aber ich habe einfach keine Zeit, mehrere Kanäle zu bespielen. Und ja. Was ist eingeschlagen? Na, da vorne. Cool. Moin. Und ich habe auf deinen Rat gehört und auf deine Bitte. Deine innige Bitte, dass ich doch bitte hier streamen soll. Ich glaube, das wird nicht so geil. Ja, nicht, ne? Ist doch schön. Das geht so. Könnt ihr mal das Ding da bauen? Danke. Wir erfrieren nämlich gerade zunehmend. Wegen der Kälte. Ich habe Einfluss. Ja, du bist ein Influencer. Oder die Influencer von mir aus. Aber naja. Ist ja auch ein anderes Thema. Geht die Heizung wenigstens mal an? Es ist arschkalt. Ja, eben. Das ist auch wieder so eine Sache. Zumal, ich habe ja auf Facebook eine Zeit lang auch gestreamt und habe gemerkt, also mir hat jemand gesagt, dass die
Qualität auf Facebook super schlecht sei. Es sei stockend und nicht linear und wie auch immer. Und zu viele Artefakte, also es war sehr ein sehr hässliches Bild. Und ich habe dann dementsprechend dann auch gesagt, okay, wenn das so ist, wenn das so sehr das alles einschränkt, dann müssen wir gar nicht drüber reden. Alter, draußen ist minus 4 und hier gerade mal 16 Grad. Ja. Also deswegen, das war schon eine sehr bewusste Entscheidung dann. Kältewelle, noch immer. Hä? Ach, Mist, es fehlt an Strom. Nicht so geil. Zugleich mit einer Sonnenfinsternis. Ich hab den Jackpot. Minus 6 Grad. Es ist warm. Zumindest verdirbt das Essen nicht mehr. Wo ist eigentlich Jan? Ah, der baut hier hinten ab. Warum? Wie? Bei mir sind 23 Grad im Zimmer. Warum? Du fragst immer so komische Sachen. Es wird einfach nicht wärmer gerade. Ach du meine Güte. Könnte er das bauen? Ja, bitte, danke. Ich hoffe, es wird warm. 4, 5 Grad. 10. Es wird wärmer. 13. Wir knacken die 14. Ich will nicht, dass die Leute wegsterben hier. Okay. 18, 19. Ja, ist aber wirklich so. Mein PC erzeugt super viel Wärme. Das ist, ja. Das ist ein Ding ohnesgleichen. Fressattacke. Jan hat eine Fressattacke. Jan, warum hast du eine Fressattacke? Hör doch auf. Ich könnte ja mal einen Holzboden entwickeln. Ja, genau. Sorry, genau. Das ist wirklich immer diese Fressattacken. Was soll ich denn mit dir anfangen? Dwinmon, kommt das von Digimon oder Pokémon? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich stelle gerade sehr awkwarde Fragen, aber... Jetzt sieht das Licht aus, toll. Und es ist wieder kalt. Ich habe schon 8 Grad, jawoll. Fressattacke vom Flo noch. Jetzt frisst der noch. Ach, Leute. Was habt ihr denn als... Ich sollte mal ein Krankenhaus bauen. Das war ja so die Idee. Ach, das Granit. Noch kein Granit. Irgendwie keine Ahnung, warum, weshalb, okay. Alles klar. Die Maispflanzen erfrieren. Danke. Danke, Merkel. Ja, aber eine Vorratskapsel. Hasenfleisch. Danke, Shatrix, fürs Holen. Oh, es wird wieder warm. Von minus 8 auf minus plus. Minus plus minus. 9. Ich hoffe, die Kältewelle geht mal vorbei. Meine Güte, was ist denn hier los? Oh, mein Ohr.
Ist das wieder so eine Suff-Geschichte mit deinem Namen? Vielleicht kommt wieder, was heißt denn hier wieder? Ja. Ist eine wichtige Frage, die ich habe. Dieses Zeugchen brauchen wir nicht mehr. Ah, das wird jetzt. Kältewelle ist vorbei. Und plötzlich sind das 11 Grad draußen. Und es ist alles erfroren. Mitten in der Savanne ist es kalt wie sonst was. Jahresbedingt ungünstige Temperatur. Okay. Wir warten. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Wird mal wärmer. Jetzt mache ich ganz andere Sachen. Ja, baut mal. Alles Granit, perfekt. So soll's laufen. Also wir haben genügend Medizin und genügend Holz, wobei die sind ja nicht weggestorben, aber Essen wird jetzt echt haarig. Reis. Erdbeere. Also es war einmal ein Digimon-Spiel auf der PS1. Dort wurde man zu Beginn gefragt, wie du heißt. Und ich daraufhin, das weiß ich doch nicht. Und dann war der Name da. Auf Twitch ist Win aber leider vergeben. Und dann musste halt der Ursprung des Spiels herhalten und der Dwinmon ward geboren. Wenn ich irgendwann mit dem Dwin registrieren... Was? Wenn ich irgendwann man den Dwin registrieren kann, mache ich das. Alles klar. Dein Deutsch ist on top. Ist on fire. Entschuldigung. Mich. Mich, okay. Ich hab grad meinen Spaß mit dir. Was? Das klingt schmutzig. Was ist denn eigentlich Sand noch immer? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schwabe. Ist keine leichte Sprache. So, nach dieser wundervollen Kälteattacke könnte ich das Ding hier rüberballern. Besonders mit dem Handy tippen. Oh, der Herr sitzt am Handy. Wo ist denn Strom? Wir brauchen Betten. We need something like bed. Machen wir im Krankenhaus doch Doppelbetten. Hab gehört, das kommt ganz gut. Okay, wir haben 5 Betten schon mal, aber... Aber jetzt wird erstmal gepflanzt, das ist viel wichtiger. Damit wir nicht morgen versterben. Tun. Ja, genau. Ja, zum Chatten immer. Video auf dem Tablet, tippen auf dem PC. Who needs a PC? I need one. Because I'm streamer. Because I want to stream. Was läuft denn jetzt im Kino? Hab gehört, jetzt ist eine gute Zeit, ins Kino zu gehen. Nee, die machen zu. Wir haben eine Tierkrankheit.
ganzen... Flo, kannst du die Steine mal abtransportieren hier? Ich werde dankbar. Da. Und jetzt die Granitbrocken. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe eben nur... mich gewundert, warum das... geschrieben wurde. Also eben hat Kinopolis einfach nur gesagt, nope, alle zu, nix da. Wir haben 6 Grad im Freien. Uiuiuiui. Die streamen, glaube ich, nur noch im Internet. Die Übertragung. Habt gehört, das soll auch ganz gut gehen. Wie sieht's denn aus? Wir haben fast genug. Wir brauchen Granit. Ich speise auf Granit. Das ist der Hit, was? Ah, ich habe eine Kopie gebaut, alles klar. Aber dafür haben wir es warm. Überall, außer hier. Hier darf es nicht warm sein. Es muss kalt. Genau, einfache Mahlzeiten sind verdorben. Geil, jetzt habe ich gar nichts mehr zu essen. Ja, manchmal sogar... manchmal sogar mit chinesischem Untertitel, weil sie in Quarantäne sind. Ah, wie geil, Alter. Du bist echt der Renner, ey. Ah, die können wir abreißen jetzt. So, weg damit. Hier soll schön kalt sein. Die Katze soll erfrieren. Alles klar. Okay, wir brauchen irgendwie Essen. Wie machen wir das denn? Bison legen. Ich hab Sheets. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So ein Bison kann sehr aggressiv sein. Danke. Wir probieren's. Otaku! Okay. Zu spät. Das arme Bison. Hallo? Mir schmeckt's, ja. Und das hat keinen chinesischen Untertitel. Das können wir auch mal fett braten. Jetzt stirbt ihr nicht alles weg ohnehin. Oh, könnt ihr die passive Kühlung haben? Ja, ausgerottet. Nicht ganz. Irgendwo war eine Herde. Ich hab nur... Da hinten, siehst du? Der wollte halt da nicht hin. Die haben den hier gelassen. Das war schon verletzt. Sehr verletzt. Nicht nur innerlich, sondern generell verletzt. Und da musste ich halt sagen, ciao. Ein Sklavenhändler. Wen kann ich da kaufen? Strom habe ich. Hallo? Hallo? Mit wem kann ich denn... Ach, da kommt er erst. Tesla! Nikola Tesla! Okay. Ich kann Bauteile verkaufen. Ja, toll. Ja. So einen hätte ich gerne. Könnte ich niemals hinbekommen. Schade. Ich hätte gerne so einen Haussklaven gerade. Habe gehört, das soll ganz gut gehen. Wir haben nicht genügend Strom. Trotzdem ist kalt. Hier ist warm. Ich kaufe alle Sklaven und schenke ihnen die Freiheit. Oder auch nicht. Oder ich lasse sie alle für mich arbeiten. Was? Alter, das Ding fliegt gleich weg, habe ich das Gefühl. Hä, die verlassen das Gebiet aufgrund gefährlicher Temperatur? Wir haben 5 Grad! So viel haben wir jetzt gerade auch hier in Deutschland.